Heute gibt es auf Gadget Classic mal ein spannendes Vorkriegsauto. Ein 29er Ford Model A Roadster. Sehr interessante Geschichte, dazu komme ich gleich später, aber jetzt schaut ihn euch erstmal in Ruhe an. Fachleute sehen natürlich, dass es kein Deluxe Roadster ist, der aber diese fleißige Spielerfigur, die Deluxe Roadster drauf hat, die fand er einfach nicht schön. Es gibt keinerlei Kreuzschrauben, kein Phillips Screw sozusagen, sondern keine Kreuzschrauben. Das ist aber fertig. Kommen wir nun zu dem Motor. Der Motor ist frisch überholt, ist ein bisschen optimiert worden. Dazu erzählt der Besitzer gleich noch was in dem Video. Und die originale Lichtmaschine ist auch vorhanden, die moderne, die jetzt drin ist, klar, für den einfach alltäglichen Gebrauch. Aber jetzt kommt das Interessante, das Fahrzeug ist in Berlin gefahren worden. Und in Berlin das Fahrzeug, in Berlin nie verlassen. Wurde nach dem Krieg, um nicht enteignet zu werden, seht ihr hier in dem Brief, als Landmaschine umgebaut. Somit durfte das Auto nicht enteignet werden und so hat man ihn dann vorgefunden nach dem Krieg. Mit den Landwirtschaftsreifen drauf, wie ihr seht, hinten war ein Kran montiert. Und mehr dazu findet ihr natürlich im Rad komplett. Und jetzt schaut ihr uns einfach mal weiter an. Und der Besitzer erzählt mir noch was zu dem Motor. Und dann fahren wir auch nochmal eine Runde mit euch. Hier kommen die Seitenscheiben ran, die hier an der Seite den Wind ein bisschen abfangen sollen. Die sind natürlich mit dabei. Natürlich gibt es auch den Sitz für Tick, Trick und Track. Damit man nicht auf die Karosserie treten musste, gab es die beiden Trip-Pads. Und da es ein Berlin gefertigtes Auto war, hat er auch eine Kilometeranzeige, also km/h-Anzeige. Und wie beim Roadster üblich, innen drin keine Griffe. Der Roadster musste mit Übergreifen von außen über den Griff betätigt werden. Alle, die innen drin Griffe haben, haben die nachgerüstet. Für die Seiten gibt es Planen, die gab es im Zubehör original damals bei Ford. Die gibt es auch, die sind auch mit dabei. Da kann man hier die Seitenscheibe zumachen und hier hinten auch. Das sind zwei Teile, die werden hier befestigt und an den Punkten. Und dann kann das Auto komplett geschlossen gefahren werden.
fährt ja sensationell gut, fast in moderner Fahrweise. Erzähl mal ganz kurz, was mit dem Motor besonders ist. Der Motor ist ein sehr, sehr früher Vorserienmotor oder Prototypenmotor mit einer anderen Ölschmierung und einem anderen Ölsystem, wie es dann in den Serienmotoren waren. Der Motor ist frisch überholt und hat etwas mehr Leistung, aber grundsätzlich alles mit Serienteilen, Serienhubraum, ein bisschen geänderte Zündung, aber im originalen Stil und ja, fährt ungefähr 100, 110 nach GPS. Unsere Fahrt ist jetzt leider schon zu Ende, wie immer viel zu kurz. Wenn ihr euch überlegt habt, mal mit einem Vorkriegsauto fahren zu wollen, was ihr problemlos handeln könnt und im Alltagsverkehr gut mitschwimmen kann, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Wir werden jetzt erstmal stoppen. Achtet auf die Bremslichter, wo man früher noch Stopp draufgeschrieben hat. Seht ihr gleich. Und habt viel Spaß mit dem Auto.